what you got? すげえ。ハロー。ja, Leute, wenn das mal nicht ein würdiger Start in den Juli war. Der Sommer in Japan ist so gut wie da. Das bedeutet Feuerwerke überall im Sommer. Es ist einfach so nice. Das hier war jetzt das Feuerwerk von der Stadt Fuchu. Das ist eine Stadt, die zu Tokio gehört. Und es war einfach richtig nice. Jo Leute, ich bin hier mit meinem neuen Freund Relaxo. Nee, wo bin ich hier gerade? Kampai! Kampai, Simon in Japan am Start. Wir sind gerade bei Simon daheim. Er hat mir Asyl gewährt bei der Hitze. Es ist heute, glaube ich, 36 Grad oder so gewesen in Tokio. Es ist zu heiß einfach draußen. Mir lief so die Suppe, als ich herkam. Wir waren mega produktiv. Wir haben 3 Videos aufgenommen. Krass, ja. Einmal das Probleme für Ausländer, die nur Ausländer haben, auf Simons Kanal. Genau. Und dann auf meinem Kanal einmal quasi nach Japan über Working Holiday, Simons Story sozusagen. Und dann haben wir spaßeshalber noch ein bisschen Tokio und Osaka verglichen. Das kommt auch auf meinem Kanal. Vielleicht sind die Videos auch schon draußen. Mal gucken. Dieses Vlog-Video wird Ende Juli, Anfang August kommen. Bis dahin sind die Videos vielleicht schon draußen. Vielleicht haben wir sie schon gesehen. Ist auch egal. So Leute, wir sind jetzt hier beim Aipaku Ice Cream Festival. Ein Eisfestival hier in Shinjuku. Bin mal sehr gespannt, was es da gibt. Und wie ich ja für Punch immer gerne sage, Diät, oh, Ashtakara, die Diät beginnt ab morgen. Oh, Chris, what you got? Sige. Soft mix. Soft mix. So, hier haben wir jetzt Hasskappe aus Hokkaido. Das ist anscheinend eine Frucht, die es in Hokkaido gibt. Habe ich selbst noch nie gegessen. Itadakimasu. Hat so ein bisschen was von Erdbeere. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr nice. Oh Leute, das ist übertrieben lecker. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also Hasskappe ist anscheinend ein Ainu-Wort. Also Ainu, das sind ja die Ureinwohner von Hokkaido. Auf Deutsch wird das irgendwie übersetzt mit blaue Heckenkirsche. So Leute, als nächstes haben wir hier Melone, auch sehr geil. Chris, what did you get? Baked Potato? Ich glaube, es ist so eine Art Süßkartoffel. Guck mal, Leute, wie geil ist das denn? Chris hat einfach so tempofeuchte Tücher aus Hongkong. Jasmingeruch, ne? Und dann kann man sich hier so noch feucht die Hände abwischen. Gibt es noch was in Deutschland? Ja, Leute, jetzt reicht's mir erstmal mit Eis. Das war richtig nice. Es hat übrigens gekostet, also man muss hier ein bisschen für den Eintritt bezahlen. Der Eintritt hat gekostet 500 Yen. Das konnte man online reservieren, also irgendwie so 3 Euro oder so. Dann, ich glaube, das erste Hokkaido-Eis, was ich gekauft habe mit dieser Frucht, ich habe den Namen vergessen, das hat gekostet 550 Yen, also auch sowas um den Dreh. Und jetzt das zweite, das Melonengerät, das hat 1500 Yen gekostet, also irgendwie so 8-9 Euro, schätze ich. Der Yen ist echt günstig. Chris, how did you like it? And do you remember how much your stuff was? The matcha mix was 580 Yen. 580, also auch so 3 Euro oder so? And this one was a little more expensive. It was 1,100 Yen. Okay, 1,100 für diese Süßkartoffel hier, also ein bisschen teurer, auch irgendwie so 6 Euro vielleicht. It was your second time. How did you like it? I like it. Everything is really good. Like in the US, I don't really eat ice cream. Somehow I feel like ice cream in Japan tastes better. Wisst ihr Bescheid, Leute. Now the question is, are you gonna come a third time? No. Thank you.
Leute, nice, kurz im Apple Store vorbeigeschaut. Das Vision Pro kann man leider nicht einfach so ausprobieren. Da braucht man eine Reservierung für. Aber es ist das erste Mal, dass ich das Ding live und in Farbe sehe. Kampai. Tschüss. ありがとうございます。ありがとうございます。Leute, wie cool ist das? Die haben hier ein Ranking an der Wand. Wie viele Spießchen die Leute gegessen haben, das sind die Rekorde. Und hier der Herr mit den meisten Spießchen hat geschafft, 171 Spießchen zu essen. Und hier unten die Frau mit den meisten Spießchen ever waren 200 Spießchen. Leute, ich weiß nicht, wie das physikalisch möglich ist, aber da seht ihr 200 Spießchen. Ja, Leute, und so geht ein weiterer schöner Tag in Japan zu Ende. Heute war echt so mein Gourmet-Tag, gerade hier im Shinjuku Tatsukichi gewesen. Dieses Spießchen Kushikatsu Restaurant, das ist einer meiner Lieblingsrestaurants in Shinjuku. Und heute Mittag war ich im Office, habe mit meinen Kollegen lecker fancy Team Lunch gemacht. Also heute war einfach alles ultra lecker. Ich bin happy. Jetzt geht's heim. Yo Leute, seht ihr hinter mir die Rainbow Bridge? Richtig nice Location. Wir sind hier in Toyosu und das ist Sommer in Japan, Leute. Es gibt Barbecue. Hinter mir sind die ganzen Barbecue-Stände. Das ist meistens relativ reglementiert. Also man mietet sich hier so einen Barbecue-Spot. Ich glaube, heute waren es irgendwie 3.000-4.000 Yen pro Person. Wir haben mit Freunden so 3-4 Stunden hier die Location gemietet. Man kann sich eigene Getränke mitnehmen, das Fleisch und so weiter wird gestellt. Jetzt ist es mittlerweile angenehm von der Temperatur. Ihr seht, es wird langsam Abend, Nacht 31 Grad bewölkt. Tagsüber war es irgendwie 35, 36 Grad. Also da läuft einem richtig die Suppe. Da hinten räumen meine Freunde gerade alles zusammen. Ich sollte ihnen vielleicht gleich mal helfen. Jo Leute, mein Kumpel Mark ist zurück aus den USA, besucht gerade Japan. How's it going? It's going great. How is the cheap yen affecting you? Oh, it makes me spend more. I'm just going crazy, you know. But I mean, it's been fun, like being able to see everyone again and like eat all the food that I used to, you know, eat here again. So it's been awesome. It's been great to see. Again, so. Yeah, same. He came to visit me in San Francisco, where I lived, right? It was like a year or two ago? Two years ago, I think. Yeah. Man, time flies. That was amazing. Yeah. Yeah, Mark showed me around the Bay Area, San Francisco, the Golden Gate Bridge. That was so cool. How do you deal with Japanese summer? Japanese summer, I guess I'm suffering. I thought I would be used to it after living here for 10 years, but it doesn't get any better. Leute, es ist ein Wunder. Seit Jahren habe ich auf diesen Tag gewartet. Ich habe schon so oft versucht, auf diesen Tag hinzukommen. Mit meiner eigenen Kraft hat es nicht gereicht. Es hat die Kraft von Stefan und Tobi gebraucht. Hallo. Kevin ist da aus Osaka nach Tokio gekommen. Ja. Kevin, es ist so schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich kann es noch gar nicht begreifen. Meine Frau sagt in letzter Zeit immer, ich bin die Rising Sun, weil keine Haare mehr da sind. Deswegen kann ich aufgehen. Ich bin die aufgehende Sonne für euch heute. Sehr nice. Wir werden gleich mit Kevin eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Ich freue mich schon, aber jetzt gibt es erstmal Mittagessen. Ja, die ersten 3 Jahre, wenn du das Kind zu Hause lässt, sind halt schon ziemlich anstrengend, sage ich mal. Ne? Vielen Dank, Stefan, für die Stäbchen. Gerne. Ja, sieht wirklich geil aus. Mit einer extra großen Yasai Kakuri Miso Shiro mit dabei. Aber jetzt die Frage, was hat Tobi bestellt? Ja. Das seht ihr im nächsten Schritt. Das seht ihr im nächsten Schritt. Ja, bleibt dran. Wir bleiben dran. Aber nur eine kleine Miso Shiro. Was ist da los? Ja. Aber das sieht gut aus, würde ich sagen. Benjamin. Oh ja. So, liebe Leute, Kevin hat jetzt das Tiramisu Japanese Style. Was wird er dazu sagen? Sehr gut.
Sehr gut. Nice. Ja, wirklich gut. Wunderbar, schönen Mittag gegessen und wir sind bereit für die Aufnahme. Bist du bereit, Kevin? Ich bin sowas von bereit. Auf geht's. Neue Folge, 2,5 Geige Podcast. Auf geht's. Let's go. Hallo. Hallo, Stefan. Oh yeah. Oh ja. Na denn, Kappai. Leute hier, Special Guest am Start, diesmal ausnahmsweise nicht aus Korea eingeflogen, sondern aus Deutschland. Didi. Hallo. Alles gut? Bestens. Mal genießen Abend. Thomas ist am Start, wie sagt man, Tobis Manager kann man vielleicht sagen. War auch schon bei uns auf dem Podcast dabei und jetzt gibt's Okinawa-Essen. Was will ich jetzt, wenn du das 15er nimmst? Hast du dann schon mit dem Ziel? Oh, wow. Mannenzirk. Masse. Okinawa Essen kann man machen. Geil. So, war sehr gut. Und Tobi? Ja, Mann, guter Laden. Guter Laden. Thomas, erstes Mal Okinawa oder? Nee, tatsächlich. Zweimal schon Okinawa gewesen. Jetzt schon mal hier mitten in Tokio. Das Essen ist echt lecker. Nice. Richtig gut. Und Thomas, was ist der Plan jetzt für dich auf deiner Japan-Reise diesmal? Ja, ein paar neue Kontakte kennenlernen, vor allem geschäftlicherseits und ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Der Mann macht Business geil. Oh, Shibuli. Shibuli, du brauchst auch noch so ein Eintrittsdingen. Kampai. So Leute, heute gibt's wieder Barbecue, diesmal am Abend. Es ist trotzdem immer noch warm. Wir sind wieder in Toyosu, aber bei einem anderen Barbecue-Stand. Hier hinten ist wieder das Meer, sehr nice. Und wir sind auf der neuen Insta 360 Go 3S. Santa Insta hat mal wieder zugeschlagen. Das Geile an der Go 3S gegenüber der Go 3 ist, wir haben jetzt endlich 4K, aber es ist eine Mini-Kamera. Also ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Bild- und Soundqualität ist. Na, hier wird es jetzt schon so langsam dunkel. Ich wollte jetzt mal die Kamera anschmeißen, bevor es zu dunkel wird. Ich hab's gesehen, du hast da dran, ne? Ja, ja. Ey, ich finde das so cool. Guck mal, Thomas, das ist die Insta 360 Go 3S. Die ist neu und die hat jetzt 4K. Dieses kleine Ding. Das ist verrückt. Dieses kleine Ding hier. Wo der Kamera ist. Ich probiere die gerade aus. Ich habe die jetzt frisch erhalten sozusagen. Und also du kannst hier halt einfach solche dran machen, du kannst auch oben eine Kappe machen und so weiter. Ist halt ziemlich nice. Und so kannst du halt einfach, wenn du rumläufst, so zack mal nebenbei ein bisschen aufnehmen. Und die neueste hat jetzt endlich 4K-Auflösung. Die alte hatte 2,7K. Und hier dieses kleine Ding hat jetzt halt echt 4K. Und ist halt schon nice. Und also ich habe eben mal getestet, sieht auch echt gut aus. Tobi, was sagst du zur Kamera? Ja, mega kompakt. Grillmeister Hawk am Start. Yeah, no, it was really hoping it's not me. Hawk on no, Tamachi? Ah! Tamachi no? What the fuck is this? What the fuck? So Leute, ich wollte euch noch einmal so ein bisschen die Aussicht auf dem Meer zeigen. Es ist stockdüster, wie ihr seht. Wir haben jetzt 9.20 Uhr am Abend und es ist auch heute wieder so ein bisschen ähnlich wie das letzte Mal. Wir haben so einen 3-4 Stunden Barbecue-Kurs hier gebucht. Ich glaube, es sind so um die 6.000 Yen pro Nase, also irgendwie 40 Euro oder so. Und es ist halt ganz nice, wenn man wieder Fleisch und so weiter gestellt bekommt und das ganze Grillzeugs. Ja, hier ist halt direkt das Meer, wie ihr seht. Toyosu bei Nacht sieht ziemlich nice aus. Und ich wollte einmal nochmal zum Vergleich, einfach aus Spaß an der Freude, die Insta 360 Go S mal ausprobieren bei der Dunkelheit, mal gucken, wie das aussieht. Und wir sind wieder auf der Insta 360 Go 3S. Ich habe an dieser Stelle leider mit meinem Finger das Mikrofon der Kamera zugehalten, sodass von der Kamera kaum Audio reingekommen ist, deswegen ein kleines Voice-Over hier. Aber ich teste an dieser Stelle mal die Kamera bei extremer Dunkelheit, einfach um zu gucken, ob die Kamera es noch schafft, bei so krasser Dunkelheit irgendwas rauszuholen. Ansonsten, hier seht ihr jetzt noch einmal Toyosu bei Nacht. Auch nochmal aus der Sicht der kleinen Go 3S. Also ganz ehrlich, dadurch, dass, obwohl der Sensor so klein ist, es ist zumindest brauchbar, würde ich sagen. Immerhin. Und während wir hier schon mal am Film sind, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück zu meinen Freunden. Es ist düster und ich bin noch mal gespannt, wie es jetzt aussieht so mit der Bildstabilisierung im Dunkeln. Denn das ist natürlich immer eine große Herausforderung
für so kleine Kameras. Wenn es dunkel ist, wird es auch schwieriger mit der Bildstabilisierung. Schauen wir mal, wie das aussieht. Hier ist immer so ein bisschen Licht von rechts und links vereinzelt von den einzelnen Laternen oder einzelnen quasi Häuschenständen, Zelten, wo die Leute hier noch Barbecue machen. Aber auch hier merkt man, es neigt sich langsam dem Ende zu. Die ersten Räume schon aufbauen, schon ab. Hier wird Feuerwerk gemacht. Sommer ist halt auch Hanabi, also Feuerwerk in Japan. Deswegen haben viele hier so Wunderkerzen. Keine Ahnung, ob man das jetzt erkennen konnte. Dafür hätte ich wahrscheinlich die große Sony-Kamera nehmen müssen, um das gescheit aufzufangen. Aber hey, wir testen die kleine Kamera. Dafür sind wir hier. Wird jetzt wieder ein bisschen heller. Hier müssen wir mich jetzt gut erkennen. Leute, es kann übrigens sein, dass das der letzte Abschnitt ist von meinem Juli-Vlog. Also falls im Juli nichts mehr Interessantes passiert bei mir, dann endet damit der Juli-Vlog. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace. Prime quality. Nihon kirei, ne? Hauke ist wunderschön heute, wie jeden Tag. But this is the perfect thing, right? This like slightly. Oh yeah, it's very charming.